Ich liebe dieses Geräusch. Nein. Hallihallo, Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Brothers. Ich muss nochmal in mein Mikro richten. Richten. Und dieses Level, das war eigentlich ganz Spaß. Also, es war jetzt nicht gerade so. Warte mal. Warte. Wow. Warte, mein, ich habe mich mit meinem Kabel verheddert. Das hatte jetzt nichts mit Nichtskönnen zu tun. Das war jetzt nur. Schuld meines Kabels. Böses Kabel. Evil Kabelness. Oh Mann, was sag ich immer mit meinem Evil? Ich guck zu viele Mero. Hopp, 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 hopp. Ah! Ich hab doch gesagt, das Level ist einfach. Mit den Blättern. Im Sturm. Und. Okay, da. Oh. Du. Der hat mir das Leben gerettet. Und wäre ich da reingefallen und meine Nase juckt. Oh Mann, wartet, wartet. Oh, meine Nase juckt. Oh, scheiße. Ja. Dum, da, dum, wir fliegen durch die Lüfte. Wie ein Vogel. Nur ein Vogel trägt keine rote Mütze und. Ja. Schon wieder. Und, ja. Gibt noch so vieles. Anderes. So. Bum! Warum hat der erste, ist der erste spät losgeflogen? Okay, da muss man jetzt gucken, wo man landet hier. Wow. So. Gut, sind wir hier. Da. Da ist ein Item drin, das weiß ich. Ups. Nein! Aus dem Screen gescrollt. Ja. So. Wow, das war Skill. Für alle, die nicht wissen, was Skill ist, wenn man etwas. Ja, in einer Situation dazugelernt hat und das ist man, dass man es beim anderen Mal, beim zweiten Mal richtig macht. Also das, was bei mir eine Seltenheit ist. Oh Mann, die Stelle war fies, fies, fies. Okay, ich muss ein bisschen, wie hat der eine Typ geschrieben, ich muss Gefühl für mein Gamepad entwickeln. Oh, ich habe zu lange gewartet. Einfach mal. Ah, ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Wir haben ja abgesprochen, den Midway Points darf ich in Safe State setzen. Oh Mann. So. Ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen konzentrierter zu spielen und ein bisschen mehr Gefühl für mein Gamepad zu entwickeln. Boah. Tut mir leid, liebes Gamepad, dass ich dich im letzten Part so fertig gemacht habe. Ich werde mir trotzdem zum Geburtstag ein neues kaufen. Ah. Das war jetzt ganz klug. Wartet mal eben ganz kurz, Leute. So, Uhr ist gestellt. Die Zeit läuft weiter. Huh? Bam, gleich aufs Zweite. Das war doch mal. Episch, episch. Ups, ja. Ich land lieber hier da. Oh, dieser Wind. Mario. Nein, ich hätte gleich weiterspringen müssen. Nein. Warten, warten, warten. Übe dich in die Geduld. Bam. Oh nein, doch nicht nach vorne, du. Nein. Nein! Du! Kleiner Schlawiner! Du sollst fliegen! So wie wir das dir in der Vogelschule beigebracht haben. Was hat Mario in der Vogelschule zu suchen? Möchte gern witzige Sprüche. So, weiter geht's. Diese Stelle mit den zwei Flammen, die ist schwierig. Also was der Anfang, der ist ja jetzt nicht gar nicht so schlimm gewesen. Ah, scheiße, ich wollte. Ach Mann, ich wollte losspringen. Wartet mal eben, Leute, wir sehen uns, wenn ich da bin. So, da bin ich wieder. Und jetzt aber. Jetzt. Ja, ich kann mich hier so schlecht drauf halten. Oh Mann. Ich glaube, ich muss einfach blind reinspringen. Wobei, blind reinspringen ist auch nicht immer das Richtige. Aber das Problem ist, ich kann mich da auf diesen Zweier-Ding nicht so schlecht gut halten. Wow, geschafft. Gleich rüber. Wieder zwei. Feuer, Feuer. Und geschafft. Wuhu, also, ja, ich will mich nicht selber loben, aber das habe ich mal ein bisschen nicht schlecht hingekriegt. Ich bin gar nicht so oft gestorben. Wahu! Ich mag Wahu! Wahu! Bowser Castle, oh, die liebe ich, ja. Okay, aber ich weiß, hier ist Konzentration immer sehr gut. Upsala, ich war hier beim letzten Mal groß. Ah, Leute, was ich euch noch erzähle, habe ich das jetzt schon erzählt? Man kann Bowser mit Feuerbällen töten. Ich weiß, dass da ein Item ist. Unter diesen Feuerstahl. Und, aber, nee, das wird schwierig, das zu kriegen, oh Mann, scheiße.
Dieser Anfangssprung, der ist schwierig. Schaviriri. Ich habe Sprachfehler heute. Mich tut. Nein, scheiße. Aber das kann man gut, das kann man gut üben. Also, nochmal. Nächster Versuch. Fällt gerade auf, was hat Mario eigentlich für eine extrem lange Nase? So? Nein? Wow. Ich hüpfe unterhalb des Screens. Okay. Abedabada. Oh, Mann, mich juckt's am Ohr. Mich juckt's heute auch überall. Wow. Mich juckt's noch an ganz anderen Stellen. Oh, nein, 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 nein. Evil Gedanken, schnell aus meinem Kopf. So. Nein. Ich darf nicht nochmal auf die. Ich kann versuchen, auf die Mitte zu springen. Dann halte ich mich aber ziemlich weit unten. Ich probiere es nochmal. Also hier. Das ist eigentlich schon der schwierigste Sprung. Im ganzen Level. Oh Mann, ich darf. Ich muss gleich versuchen, den zweiten hinzukriegen. Aber ich hab mich da letztens mal so verflucht oft am Kopf gestoßen. Okay. Zack. Zack. Nein, ich hätte. Oh Mann. Fun-fucking-tastisch, sagt mein Kumpel immer. Ich finde den Spruch cool. Fun-fucking-tastisch. Diamatus. Also, wer das Let's Play... Wer das Let's Play Together Herr der Ringe Schlacht im Mittelalter gesehen hat, das war der. Schade, dass der kein Let's Play ist. Nein! Ich werde auch unbedingt ein Safe-Statement da machen. Wartet mal. So, und. Und jetzt. Da so rein. Haha. Und Safe State. So. So. Oh, nein, 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 nein. Zurück. Ist hier Mario safe? Ja, hier ist Mario safe. He is safe. He is. Ich wollte gerade sagen, Mario sagt Nein zu AIDS, aber... Nein! Ups! Ich glaube, da renne ich einfach... Aber nee, was habe ich mit durchrennen? Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Den ersten Koopa treffen und dann die anderen wegkicken. Das hätte ich... Den hätte ich jetzt schwierig... Ja, warte. Warte, warte. Das kann man hinkriegen. Das kann man hinkriegen. So. Okay, komm her. Warte, er muss in die Richtung... Oh Mann, der Kat ist. Oh scheiße, der Koopa geht da gar nicht rüber. Dann einfach wegkicken. Kam in diesem Level noch ein Rätsel vor? Ich weiß es gar nicht. Also hier oben lang gehen. Okay. Dann darüber. Dann da. Und ich werde nochmal am nächsten. Wow. Ich weiß noch, als ich hier das erste Mal saß, da habe ich nicht gewusst, dass man sich da unten in der Ecke verkriechen muss. Ich werde euch nochmal ein paar unbekannte Let's Player. Oh Mann, fuck. Nochmal vorstellen, weil. Ein Kumpel von mir ist auch Let's Player geworden. Minecraft. Ist das aufgefallen? Euch aufgefallen? Jeder. Wer ist das? Okay, da. Die kann man da unten gar nicht killen. Also, es scheint schwierig zu sein. Fast jeder dritte neue Let's Player spielt Minecraft. Wartet mal eben. So, was ich sagen wollte, fast jeder neue Let's Player spielt Minecraft. Ich weiß, Minecraft macht ja Spaß, aber es gibt fast über 5000 Videos davon. Falls ihr ein richtig gutes Minecraft-LP sehen wollt, guckt euch Gronkh an. Der hat mit Minecraft irgendwie... Der ist jetzt meist abonnierter deutscher Let's Player. Nicht, dass ich ihm das nicht gönnen würde, aber... Er ist nicht mein Lieblings-Let's Player. Ist wirklich witzig, also sein Humor gefällt mir echt gut. Ich verstecke mich nochmal hier sicher als... Das wäre wieder fast ein Fail geworden. Jetzt muss ich wieder auf den Podobo warten. Und noch einen anderen Let's Player, der ist eigentlich relativ talentiert, aber er ist wirklich total unbekannt. Also, der tut mir echt leid. Der macht das, glaube ich, schon über ein Jahr, hat ein paar, ich glaube, 70 Videos oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Scheiße, Hammer. So. Oh Mann, ich will dich kriegen. Scheiße. So. Fuck, der Hammer. Ist total unbekannt. Der macht das, glaube ich, schon über ein Jahr und hat null Abonnenten. Also, ja.
Ihr seht schon. Ich werde euch noch ein paar Leute zeigen. Wir sehen uns bei Bowser. So, nächster Versuch. Oh. Also. Nein, genau in die Hammerfälle reingesprungen. Das kommt davon, wenn man blind reinreicht. Aber ich will das mit einem Safe State schaffen, wirklich. So, nächster Versuch. Oh, ich habe Angst. Diese Hammer, die verhindern irgendwie, dass man da so einfach stumpf. Warte mal. Er macht eine lange Welle und wirft dann einmal kurz. Nee. Ich muss dann hier mal erkennen. Wartet. Nee, kann ich, stehe ich ja anscheinend sicher. Warte, ich will da gleich drunter rennen. Mann, nein. Ah, ich habe Angst. Nein! Fuck. So, nächster Versuch. Habt ihr das gesehen? Ich bin durch die Hammer durchgesprungen. Hammer. Und damit wären wir wieder in Welt 8. Zum zweiten Mal. Für mich, nicht für euch. Okay, thank you, Mario, the princess in another castle. Safe state! Oh man, na, ich glaube, ja. Ich will mich nicht loben, aber ich habe das, ja, ich halt. Oh, nein! Ich habe doch schon den Pilz beim ersten Versuch erwischt. Wadu, Baba! Warte. So. Stirbt. Ah! Ich will doch nur. Nein, böse. Und er wieder, der, unser Freund, der Wind. Der Wind. Es ist Sims. Sims. Nee, die sprechen anders. Anders. Mr. Anderson. Das war doch Matrix, oder? Ah! Mr. Anderson. Oder? Ich habe gerade. Doch, das war ein Mr. Anderson in Matrix. Ich habe den Film einmal geguckt. Ich habe mir das. Mich juckt's ab. Ich schrei schon wieder. Schade. Oh yeah. Pilz, come to me. Oh yeah, Big Mario. Big Mario. I love Big Marios. Okay, das ist schwer. Evil Bullet Bill. Nein! Warte, so. Nein, und der. Oh Mann, das war doch gerade so cool. So, wow. Too many Evil Bullet. Warte. Dich krieg ich. Und. Von hinten. So, wieder. Bullet Pills. Warum Bullet Pills? Warum so böse? Hui, groß durchgekommen. Nein. Ich hab. Nicht nochmal, mein Kumpel. Mann, ich will das Ding aufhalten. Sonst komme ich da niemals lebend durch. Oh Mann, das ist gefährlich. Alles in diesem Spiel ist gefährlich. Oder sagen wir es mal so, nichts ist sicher. Warte, ich glaube, da müssen wir rein. Nee. Wir müssen nicht rein. Warte, machen wir. Wir müssen von der. Röhre aus. So, Leute, aber ich denke mal, ich mache für heute hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, 2,5 Levels haben wir geschafft. Ist doch ganz gut. Also, bis dann. Tschüss, euer Jonas und tschüss. Ich habe gesabbert.